Nachdem ich mir die Geburtsstätte vom Survival-Horror-Genre Resident Evil vorgenommen habe, ist jetzt ein weiterer legendärer Titel dran: Silent Hill. Die meisten würden die Silent Hill-Reihe, zumindest die ersten 3 bis 4 Teile, ebenfalls als Survival-Horror deklarieren. Das sehe ich ein bisschen anders. Für mich ist Silent Hill zwar mindestens genauso gruselig wie Resident Evil, aber einige Spielmechaniken schließen das Spiel meiner Meinung nach vom klassischen Survival-Horror-Genre aus. Psychologischer Horror passt irgendwie besser, denn Silent Hills Herangehensweise, um uns zu gruseln, ist ganz anders, aber mindestens genauso effektiv. Deswegen ist mein Vorgehen bei diesem Video auch ganz anders. Denn im Gegensatz zum ersten Video in dieser Reihe wird dieses hier um einiges ausführlicher. Ich habe realisiert, dass die meisten, die dieses Video hier gucken, entweder A, das Spiel nie gespielt haben oder B, das Spiel vor Jahren oder Jahrzehnten das letzte Mal angefasst haben, weswegen eine detailliertere Story-Zusammenfassung nötig ist. Da mein Kanal eh auf längere, storylastigere Videos ausgelegt ist, kommt mir das ganz gelegen. Also ich werde euch, wie auch bei Resident Evil, sagen, was Silent Hill so besonders macht. Allerdings werde ich mich dabei an der Story langhangeln und quasi unterwegs, wie beim Sightseeing, auf die bemerkenswerten Stellen aufmerksam machen. Und ich werde die Frage beantworten: Was macht Silent Hill 1 so besonders? Wieso schauen die Leute das Video ohne zu liken und zu abonnieren? Das Video läuft doch gerade erstmal 2 Minuten oder so. Die Leute müssen sich doch erstmal ein Bild machen. Das ist dem Algorithmus scheißegal. Okay, bitte Leute, liken und abonnieren. Der YouTube-Dämon hat's gesagt, nicht ich. Das Spiel fängt mit einem Autounfall an. Nach einer kurzen Cutscene werden wir direkt in die Action geschmissen. Um ehrlich zu sein, ich dachte, ich hätte irgendwas verpasst. Als wenn irgendeine Szene vorher herausgeschnitten wurde. Für alle, die PS1-Grafik nicht gewohnt sind, haltet euch fest, die Grafik hier sieht schon übel alt aus, aber wartet nur, bis wir im Game sind. Man muss sagen, die Qualität der Grafik außerhalb der Cutscenes ist natürlich um einiges, in Anführungsstrichen, schlechter, aber, und das werden wir später noch sehen, der gut abgestimmte Artstyle mit den düsteren Farbtönen macht es wieder wett. Außerdem bekommt das Spiel durch den PS1-Look irgendwie einen noch gruseligeren Touch. Natürlich kann man nicht mit 4K Ultra HD und Raytracing die einzelnen Poren der Monster erkennen, aber genau das macht es ja gruselig. Die Monster bleiben mysteriös, nicht zu erkennen, blenden teilweise in den Hintergrund, sind grafisch hässlich und das meine ich wirklich positiv. Allein der Fakt, dass wir hier in der Stadt sind, die am helllichten Tag komplett leer ist und man nur um die 5 Meter schauen kann, sorgt schon für eine gruselige Atmosphäre. Mal ganz abgesehen von dem Sounddesign. Ich meine, hört euch das hier mal an. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das hat irgendwas. Der ganze Mix an Setting, Sound und Grafik, auch wenn es aus heutiger Sicht sehr veraltet ist, hat das irgendwas. Das ist in meinen Augen immer noch gruseliger als 90% der Horrortitel heute. Das Einzige, was mich stört, ist, dass man wirklich sehr schnell einfach ins Gameplay reingeworfen wird. Ja, gleich kommt noch eine etwas ausführlichere Einleitung vom Spiel, aber mir hätte da noch so ein bisschen Story gefallen. Vielleicht 1-2 Szenen vorher im Auto mit Cheryl, wo die beiden quatschen, so hätte man auch direkt eine stärkere Bindung zu unserer gesuchten Tochter Cheryl aufbauen können. Naja, sorry für den kleinen Exkurs. Wir sind also gecrashed und suchen unsere Tochter Cheryl, die hier im Nebel vor uns wegläuft. Cheryl? Is that Cheryl? Sie scheint immer schneller als wir zu sein und irgendwann landen wir in einer Gasse hinter Häusern. Wir hören am Ende angekommen plötzlich Sirenen und werden von so kleinen Viechern angegriffen. Den Kampf muss man by the way einfach verlieren, da führt kein Weg dran vorbei.
Harry wacht jetzt in einem Diner auf und ja, guckt euch wieder diese schmackige CGI-Szene an. Kommentiert mal, ob euch das beim ersten Mal von der Grafik her irgendwie geflasht hat. Das war damals bei PS1-Games wirklich gang und gäbe, Cutscenes zu haben, die vorgerendert wurden, womit die eigentliche Spielgrafik gar nichts zu tun hat. Metal Gear Solid ist eins der wenigen PS1-Spiele, an die ich mich erinnern kann, die fast alle Zwischensequenzen in der eigentlichen Grafik hatte. Sybil Bennett ist die Frau, die uns hier begrüßt. Sie ist eine Polizistin von der Nachbarstadt Brahms und möchte hier den Einwohnern helfen. Sie gibt Harry eine Knarre und nach einem kurzen Gespräch macht sich Sybil auf den Weg. Nachdem Sybil geht, rüstet sich Harry mit einer Karte, einem Messer und einer Taschenlampe aus, bevor er das legendäre Radio aufnimmt. Das Radio müsste euch selbst bekannt vorkommen, wenn ihr den Silent Hill Film geschaut habt. Auch wenn das in der Filmadaption halbherzig dargestellt wurde, kommt das Konzept gut rüber. Das Radio macht Geräusche, wenn Monster in der Nähe sind. What's that? Jetzt crasht auch schon ein Fliegemonster ins Diner und Harry muss es mit der gerade akquirierten Pistole niederstrecken. Draußen angekommen befindet sich unser Protagonist in der Semi-Open World von Silent Hill. Im Gegensatz zu modernen Spielen gibt es hier keinen Marker auf dem Screen, der einem anzeigt, wo man hingehen muss. Mr. Mason ist jetzt völlig auf sich allein gestellt, mit nur einem Ziel: seine Tochter finden. Ganz hilflos ist Harry aber nicht, denn er hat eine Karte dabei, die auch wieder ein Alleinstellungsmerkmal von Silent Hill ist. Während man die Spielwelt erkundet, entwickelt sich die Karte nämlich weiter. Wenn der Weg blockiert wurde oder Harry ein wichtiges Gebäude sieht, markiert er es auf der Karte. Diese Art von Entdeckung war für das Horrorgenre revolutionär, meiner Meinung nach jedenfalls. Auf der Straße begegnen Harry einige Monster, dessen Anwesenheit er schon von weitem durch das Radio bemerkt. Er findet eine Notiz von seiner Tochter. Die Notiz zeigt eine Schule und somit hat der Spieler sein nächstes Ziel. Nach einem Puzzle in einem Haus, auf die Puzzle komme ich noch später im Detail zu sprechen, öffnet Harry einen Weg zur Midwich Elementary School. Natürlich ist die Schule, genauso wie die Straßen von Silent Hill, komplett verlassen. Ganz verlassen ist die Schule aber doch nicht, denn so kleine Echsenmonster können auf Harry in den Korridoren lauern. Welche Monster einen dort angreifen, ist tatsächlich davon abhängig, welche Version man von dem Game spielt. Nur in der nordamerikanischen Version des Spiels werden diese kleinen Echsenkinderähnlichen Kreaturen gezeigt. Da diese laut den Zensurdirektoren damals zu sehr wie echte Kinder aussahen, wurde das Design in Europa und Japan auf Folgendes geändert. Sobald Harry es schafft, im Schulhof den Uhrenturm zu öffnen, wechselt das Spiel mal wieder in die andere Welt. Bisher habe ich diese andere Welt nicht angesprochen, da sie nur kurz am Anfang vorkam, aber hier das erstmal wirklich wichtig für das Spiel ist. Wieder eine Sache, die dieses Spiel einzigartig macht. Durch die Transformation hin zur anderen Welt verändert sich das ganze Aussehen der Schule hin zu einer verrosteten, industriellen und verformten Version von sich selbst. Leichen zieren die Flure und die Soundkulisse switcht komplett. Vorher gab es keine Background-Musik, jetzt spielt durchgehend ein dröhnender Sound, der die Anspannung des Spielers erhöhen soll. Hat bei mir auch geklappt. Außerdem gibt es jetzt keine Lichtquelle mehr, außer der Taschenlampe von Harry. Das führt zu einer noch düstereren Atmosphäre. Das Game fängt jetzt auch an, mit den Spieler zu spielen und nicht andersherum. Eines der Badezimmer der Schule zum Beispiel wechselt einfach das Stockwerk, während Harry dort drin ist. Sobald man die Toiletten wieder verlässt, ist man total desorientiert und man weiß nicht, wo Harry sich jetzt befindet. Ziel nun ist es, den Boilerraum der Schule zu betreten. Im Keller angekommen, muss Harry ein Drehkreuzrätsel lösen. Jetzt ist aber noch nicht die Zeit gekommen, über die genialen Rätselaufgaben in diesem Spiel zu sprechen. Denn jetzt kommt der erste Bossfight gegen eine Echsenkreatur mit gespaltenem Kopf. Das Design des Monsters verrät es schon ein bisschen und ein Buch im Spiel weist uns auch darauf hin. Das Monster ist am verwundbarsten, wenn man es direkt in den offenen Mund, um mit Mund meine ich die Spalte zwischen den zwei Kopfhälften, schießt.
Jetzt kommt die erste kleine Kritik, die ich an dem Spiel habe. Dieser Bossfight ist genauso wie die anderen eher langweilig. Es kommt nur darauf an, den Boss möglichst oft in den Kopf zu schießen. Es gibt keine krassen Taktiken, die man anwenden kann oder muss. Denn der Fight an sich ist auch ziemlich easy, wenn Harry genug Munition dabei hat. Dass Harry genug Munition dabei hat, ist auch ziemlich wahrscheinlich, denn es gibt kein Inventarmanagementsystem wie in Resident Evil. Heißt also, unser Charakter kann so viel Munition, Waffen und Heilungsmittel tragen, wie er will. Das ist übrigens auch der Hauptgrund, wieso ich Silent Hill nicht als Survival-Horror-Spiel klassifizieren kann. Der Survival-Part in Survival-Horror ist für mich eben genau das, die vorhandenen Ressourcen managen. Das ist zwar auch hier in Silent Hill vorhanden, aber nur weil man in Call of Duty auf seine Munition achten muss, gilt der Zombie-Modus in World at War oder Black Ops nicht als Survival-Horror. Nachdem Harry Mason die Äxte niederstreckt, erscheint eine in Schuluniform gekleidete junge Frau vor dem Protagonisten. Sie löst sich aber relativ schnell in Luft auf. Was sagt Harry dazu? What was that? Who in the hell was that? Da hört ihr auch schon die merkwürdige, schlechte Synchro. Auch die deutsche Version hat übrigens die englischen Sprecher. Ich meine, die Synchro-Qualität ist auf dem gleichen Level wie andere Spiele der Zeit. Viele behaupten, diese grottenschlechte Synchro trägt zum Feeling bei. Dem muss ich widersprechen. Mich holt sowas einfach aus dem Spielgeschehen heraus. Aber ich denke mal, jedem das seine. Als Harry den Boilerraum verlässt, hört er plötzlich Kirchenglocken aus der Ferne läuten. Harry konkludiert, dass seine Tochter nicht in der Schule ist und macht sich wieder auf den Weg und betritt die Straßen von Silent Hill. Ach ja, außerdem befindet er sich wieder in der richtigen Welt, auch wenn die nicht viel besser ist als die andere Welt. Harry macht sich auf den Weg zur Kirche. Dort angekommen, trifft er eine strange Frau in Gewändern. Sie sagt ihm, dass sie ihn erwartet hat und dies durch Gyromancy prophezeien konnte. Harry ist genauso verwirrt wie wir. Sie sagt ihm aber, dass sie Dahlia Gillespie heißt und drückt ihm ein mystisches Item in die Hand namens Flauros. Harry kann damit nicht wirklich was anfangen. Dahlia sagt ihm aber auch noch, dass er sich schnell zum Krankenhaus aufmachen soll. Harry kann jetzt die Brücke von Old Silent Hill zu Central Silent Hill überqueren. Central Silent Hill ist ein neues offenes Gebiet mit eigener Karte. Es gibt dort mehrere sehenswerte Orte, wie zum Beispiel die Polizeistation oder das Post Office. Nachdem Harry die Straßen nach brauchbarem Loot abgesucht hat, begibt er sich zum Alke-Miller-Krankenhaus. Ich meine, er hat es ja jetzt nicht groß eilig, seine Tochter ist nur verschwunden in einer Stadt voller Monster. Im Krankenhaus angekommen, treffen wir Kaufman, der aus 50 Zentimetern schafft, daneben zu schießen. Hold it. Er ist genauso verwundert wie Harry über den Zustand der Stadt. Die beiden reden ein bisschen über ihre Situation. Kaufman ist wohl ein Doktor, der in diesem Krankenhaus arbeitet. Harry erzählt ihm, dass er nach seiner Tochter Cheryl sucht. Kaufman sagt ihm direkt, dass er nicht glaubt, dass Cheryl noch am Leben ist. In der Konversation wird auch enthüllt, dass Harrys Frau vor 4 Jahren gestorben ist. Kaufman macht sich ohne Harry auf, weil dieser im Krankenhaus weiter nach Cheryl suchen möchte. Hier kann der Spieler eine Plastikflasche aufnehmen und sie damit so rotem, auf dem Boden verteilten Zeug füllen. Das muss Harry nicht zwingend machen, ist aber wichtig für eines der Enden von Silent Hill. Ach, das habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Das originale Silent Hill hatte ganze 5 verschiedene Enden. Mehr dazu, wenn wir soweit sind. Im Krankenhaus befinden sich erstmal keine bemerkenswerten Monster, bis wir dann den Strom anmachen und mit dem Fahrstuhl nach oben fahren. Nach einer kurzen Zwischensequenz, in der das gleiche Schulmädchen wie im Grundschulkeller gezeigt wird, kann das Krankenhaus dann in Form der anderen Welt komplett erkundet werden. Im Krankenhaus trifft Harry wieder ein neues Monster, die Krankenschwester, die einen Parasiten am Rücken hat. Es gibt auch monströse Ärzte, die uns angreifen, aber ganz ehrlich, wen interessieren die schon? Die Krankenschwestermonster sind schließlich ein Fundament der Silent Hill-Kreaturen. Allerdings würde ich mich nicht wundern, wenn euch gerade diese Krankenschwestern nicht bekannt vorkommen. Die Krankenschwestern unterscheiden sich stark von ihrem populären Counterpart, weil die bekannten Krankenschwestern stark sexualisiert sind. Die Abbildungen von diesen Krankenschwestern kommen auch alle vom zweiten Silent Hill-Teil. Dieser Unterschied hat auch einen guten Grund. Das werde ich später nochmal aufgreifen. Harry findet heraus, dass die junge Frau, die ihm die ganze Zeit erscheint,
anscheinend hier auf einer Intensivstation stationiert war und Alessa heißt. Im Krankenhaus gibt es aber nicht nur Monster-Krankenschwestern, sondern auch Lisa Garland, eine normale Krankenschwester, die wir kurz nach der vorherigen Entdeckung verängstigt auffinden. Sie umarmt Harry sofort und mir fällt irgendwie jetzt erst auf, dass die Charaktere in den animierten Sequenzen nicht sprechen. Harry fragt verständlicherweise, wer sie überhaupt ist. Lisa Garland heißt sie und sie weiß auch nicht, was mit dieser Stadt los ist. Harry erzählt ihr von seiner Suche nach Cheryl, Lisa kann ihm aber auch nicht weiterhelfen. Als die beiden über den Krankenhauskeller sprechen, hört Harry Sirenen und fällt in Ohnmacht. Als er aufwacht, befindet er sich wieder in der normalen, vernebelten Welt und wird von der unheimlichen Dahlia Gillespie geweckt. Sie brabbelt ihn auch direkt mit irgendeinem okkulten Zeug voll. Sie sagt ihm, dass es noch eine zweite Kirche in der Stadt gibt und nur er es, was auch immer sie meint, stoppen kann. Sie gibt Harry einen grünen Schlüssel und erzählt ihm dann von den Markierungen von Samael, die sich in der ganzen Stadt befinden. Eine dieser Markierungen hat Harry zum Beispiel im Innenhof der Schule gesehen. Er verlässt nun das Krankenhaus und macht sich weiter auf den Weg. Auch hier war Cheryl nicht aufzufinden. Neben den normalen Monstern begegnet man jetzt auch noch schnelleren Hüpfmonstern auf den Straßen von Silent Hill. In der zweiten Kirche angekommen, aka einem Antiquitätenladen, treffen wir wieder auf die Polizistin Sybil Bennett. Sie entschuldigt sich bei Harry dafür, ihn allein gelassen zu haben. Sie erzählt ihm auch, dass alle Straßen, die aus Silent Hill hinausführen, blockiert sind und weder Radio noch Telefon funktionieren. Sie hat ein Mädchen, auf dessen die Beschreibung von Cheryl passt, beim See gesehen. Das Mädchen ist aber einfach verschwunden, als Sybil hinterhergelaufen ist. Harry erzählt dann Sybil von Dahlia Gillespie und ihren wirren Prophezeiungen. Bevor Harry den geheimen Gang hinter dem Bücherregal untersucht, erzählt er Sybil noch eben von der anderen Welt. Sie kann damit gar nichts anfangen. Harry ist wohl der Einzige, der durch diese Hölle durch muss. Harry bricht auf und findet heraus, wieso das hier die zweite Kirche ist. Ein Altar, wahrscheinlich für den bisher erwähnten Dämonen namens Samael, findet er hier vor. Hier findet er auch eine anscheinend zeremonielle Axt hängen, eine neue Nahkampfwaffe für ihn. Jetzt ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, über die Waffendiversität in diesem Spiel zu sprechen. Im Gegensatz zur Inspiration Resident Evil lässt die Waffenvielfalt in Silent Hill zu wünschen übrig. Neben der eben akquirierten Axt gibt es noch die Pistole, das Messer, eine Metallstange, einen Hammer, die Shotgun und ein Gewehr. Ziemlich Standard, wenn ihr mich fragt. In Resident Evil gab es wenigstens einen Granatwerfer. Auch wenn diese Waffe zum Ton von Silent Hill absolut nicht passen würde. Wenn das Spiel einmal durchgespielt wurde, gibt es aber eine ziemlich knackige Auswahl an Waffen für einen zweiten Durchlauf. Zum Raster kommen dann ein Katana, eine Kettensäge, ein Bohrer und die Hyperblaster-Pistole. Ziemlich cool, so viel Content für einen zweiten Durchlauf zurückzuhalten. Allerdings fehlt mir etwas von dieser Auswahl im Hauptspiel. In einer Sache hat aber Silent Hill in Sachen Kampf eine Nase vorn im Gegensatz zu Resident Evil. Der Nahkampf ist viel wichtiger in diesem Spiel. Während man in Resi eigentlich nur mit Abstand auf die Gegner schießen kann, ist es in Silent Hill essentiell, mit den Nahkampfwaffen zu kämpfen. Das bringt schon eine Vielfalt ins Gameplay, die Resident Evil einfach nicht hat. Als Harry den Altarraum verlassen will, fällt er in Ohnmacht. Als Sybil kommt, um nach ihm zu schauen, ist er verschwunden. Er wacht bei Lisa im Krankenhaus auf. Er wurde den Wänden und Böden nach zu urteilen auch wieder in die andere Welt transportiert. Harry fragt Lisa nach Dahlia. Sie kennt Frau Gillespie wohl. Nach Hörensagen wurde Dahlia verrückt, nachdem ihre Tochter in einem Feuer starb. Bevor Silent Hill zu einem Urlaubsort wurde, war es wohl das Heim einer queeren Religion. Ach okay, queer im Sinne von seltsam, nicht im Sinne von LGBT. Es ging wohl um okkulte Dinge, Götter, die beschworen werden und junge Leute mitnehmen und so weiter. Was ein Kult halt so macht. Nachdem der Ort ein Resort wurde, ging das wohl alles zurück und kaum einer spricht mehr darüber. Natürlich macht das Harry stutzig. Ich meine, endlich liefert mal jemand einen Hauch einer Erklärung für das alles. Bevor er sie weiter ausfragen kann, wacht er woanders auf. Immer noch in der anderen Welt gefangen, aber ohne Lisa.
Nachdem Harry den Antiquitätenladen verlässt, findet er sich in den Straßen von Silent Hill wieder. Jetzt aber eben in der anderen Welt. In einem Einkaufscenter angekommen, wird ihm von einer Fernsehwand ein kurzes Video seiner Tochter gezeigt. Nachdem er dann das Center ein wenig erkundet, stürzt er in ein Loch, in dessen der nächste Endgegner auf ihn lauert. Dieser Boss namens Twinfeeler stellt eine Art Larve oder Made dar und ist genauso wie der letzte Bosskampf ein reiner Schwamm für Kugeln. Solange Harry aufpasst, stellt der Wurm keine Bedrohung dar. In der Kampfesarena, die übrigens einen alten Waffenladen darstellt, kann Harry das Gewehr finden. Nach dem Kampf schafft es der Twinfeeler zu entkommen. Er hinterlässt ein großes Loch in der Wand, durch das Harry ebenfalls fliehen kann. Harrys nächstes Ziel ist das Krankenhaus, in der er Lisa Garland wieder trifft, die Harry anscheinend sehr vermisst hat. Sie gibt ihm jetzt auch den Hinweis, dass er über einen alten Tunnel, wahrscheinlich einem Abwasserkanal, ebenfalls zum See kommt. Er will ja dorthin, weil Sybil glaubt, Cheryl am See gesehen zu haben. Harry will Lisa mitnehmen und nicht allein lassen. Sie fühlt sich aber, als wenn sie einfach im Krankenhaus bleiben sollte. Ohne große Gegenwehr macht sich Harry dann auf den Weg. Um zur Kanalisation zu gelangen, muss er ein Dach überqueren, auf dem er prompt von einem Mottenmonster angegriffen wird. Dies ist übrigens, so wird es von den meisten angenommen, die Weiterentwicklung von dem Twinfeeler, den Harry kurz vorher bekämpft hat. Dieser Kampf ist ein wenig abwechslungsreicher und schwerer, denn die Motte kann aus relativ großer Distanz Gift spucken und sticht mit seinem Stachel zu. Der Spieler muss versuchen, aus der Ferne gute Shots zu landen und nicht selber angespuckt zu werden. Eine der etwas spannenderen Kämpfe in diesem Spiel. Nachdem Harry es schafft, das Monster zu besiegen, wird er zurück in die normale Nebelwelt geschickt. Er macht sich sofort auf den Weg zu dem von Lisa beschriebenen Ort und geht in die Kanalisation. Dort warten spezielle Abflussmonster auf Harry, die so Echsen-insektenmäßig aussehen. Bemerkenswert an den Kreaturen ist eigentlich nur, dass die meistens in Gruppen angreifen, was die Kämpfe etwas erschweren kann. Am Ende der Kanalisation angekommen, befindet sich Harry im Resortteil von Silent Hill. Auch hier kommen nicht sonderlich Urlaubsgefühle hoch. Harrys nächster Stopp ist rein optional, aber auch wieder wichtig für eines der Endszenarien des Spiels. Er kann Dr. Kaufman in Annie's Bar retten. Auch wenn sich Kaufman dankbar zeigt, verschwindet er relativ schnell, weil er noch Geschäften nachgehen muss. Er behauptet auch, dass das Militär bald kommt und sie alle retten würde. Harry fragt ihn noch bezüglich Alessa, aber der beschäftigte Mann sagt nur Nein und verpieselt sich. Kaufman lässt beim Rausgehen einen Schlüssel fallen, den Harry auch direkt aufklaubt. Danach durchsucht Harry ein Motel. Eines der Zimmer dort lässt sich durch den Schlüssel, den Kaufman fallen ließ, öffnen. Drin findet Harry einen Motorradschlüssel und Hinweise darauf, dass in Silent Hill zwielichtige Drogendeals vonstatten gingen und Kaufman daran beteiligt war. Mit dem Schlüssel in der Hand kann Harry nun den Motorradtank in der Motelgarage öffnen. Im Tank war eine Fiole mit einer roten Flüssigkeit verstaut. Give me that. Kaufman kommt sofort, als hätte er es gerochen, angelaufen und nimmt Harry die Fiole weg und behauptet, dass Harry sich damit nicht befassen soll. Er sollte sich eher darauf konzentrieren, einen Ausweg aus dieser Stadt zu finden. Harry findet das Verhalten von Kaufman merkwürdig. Er konkludiert, dass Kaufman mit den lokalen Drogengeschäften zu tun hatte. Außerdem stellt er fest, dass das alles hier beim Hotel eine reine Zeitverschwendung war. Ist ja nicht so, als wenn seine Tochter verschwunden wäre. Als Harry sich dem See nähert, verwandelt sich die Welt vor seinen Augen in die andere Albtraumwelt. Dies ist das erste Mal, dass Harry es live miterlebt. Es muss damals zu dem Zeitpunkt, als das Spiel herauskam, bestimmt auch voll der epische Moment gewesen sein, als sich in-game die Umgebung veränderte. Harry schlägt sich zu einem Boot durch, in dessen Sybil auf ihn wartet. Die beiden philosophieren kurz über die Tatbestände in Silent Hill, bevor sie sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Cheryl retten. Dann kommt aber auch schon Dahlia Gillespie herein und prophezeit wieder die Rückkehr eines Dämons, der die ganze Stadt schlucken wird. Dahlia sagt Harry, dass er den Dämon Samael stoppen muss, um seine Tochter zu retten. Um ihn aufzuhalten, soll er das Ritual anhalten, was durch die ganzen Markierungen in der Stadt durchgeführt wird. Sie sagt ihm, dass er beim Leuchtturm und dem Freizeitpark nach den Zeichen von Samael suchen soll. Da Harry sich nicht zweiteilen kann, macht sich Sybil auf den Weg zum Freizeitpark. Harry soll den Leuchtturm übernehmen. Nachdem Sybil abhaut, enthüllt Dahlia, dass Harry den Flaurus für die Vernichtung der Markierungen benutzen muss. Wow, danke für gar nichts, Dahlia. Sybil ist jetzt umsonst alleine los.
Harry schlägt sich zum Leuchtturm durch. Oben angekommen sieht er Alessa wieder, bis sie einfach verschwindet. Es gibt hier keine Möglichkeit, diesen Flaurus irgendwie zu aktivieren. Ich weiß noch, bei meinem Spieldurchlauf bin ich mega lange bei diesem Turm rumgelaufen, weil ich nicht gecheckt habe, was ich eigentlich machen muss. Gut, Harry sagt ja, dass er zu spät war, aber ich dachte halt, man könnte diesen Flaurus noch irgendwie aktivieren. Irgendwann habe ich dann auch gecheckt, dass es hier nicht weitergeht und Harry macht sich auf den Weg zum Freizeitpark, um sich mit Sybil zu treffen. Um den Freizeitpark zu erreichen, muss Harry wieder den Steg überqueren und durch die Kanalisation. Aber auf dem Weg passiert nichts Weltbewegendes. Harry findet Sybil beim Karussell vor und sie benimmt sich merkwürdig. Sybil steht benommen auf und schießt auf Harry, wobei sie genau so gut schießen kann wie Kaufman. Solange Harry im Krankenhaus die Plastikflasche mit dem roten Zeug befüllte, kann er den Kampf relativ schnell beenden, indem er die Flüssigkeit auf Sybil verstreut und den Parasiten auf ihren Rücken damit abtötet. Sobald dies geschieht, enthüllt Harry ein wichtiges Detail über sich und Cheryl. Er erzählt Sybil, dass sie von Harrys Frau und ihm adoptiert wurde, als sie Cheryl auf dem Highway als Baby gefunden haben. Sie ist also nicht Harrys biologische Tochter und sie stellen fest, dass Cheryls Geburt und Verschwinden etwas mit den Geschehnissen in dieser Stadt zu tun haben muss. Kurz darauf erscheint wieder Alessa und Harry stellt sie zur Rede. Er sagt, dass es ihm egal ist, welche Rituale Alessa hier durchführt. Er will einfach nur seine Tochter wieder haben. Alessa zeigt dann ihre krassen Kräfte und stößt Harry weg. Der Flaurus in seiner Tasche beweist sich aber endlich mal als nützlich und fügt Alessa Schaden zu. Jetzt taucht Dalia plötzlich auf und enthüllt, dass Alessa ihre Tochter ist und Harry ihr geholfen hat, ihre eigene Tochter aufzuhalten, ohne es zu wissen. Dalia sagt, dass sie ihre Tochter lange nicht mehr sah und sie jetzt ihr kleines Spiel nicht mehr weiterführen kann. Danach sagt sie, dass alles bei ihr zu Hause vorbereitet sei und die beiden verschwinden plötzlich in einem blauen Licht. Harry wacht wieder im Krankenhaus auf, wobei eine zuckende Lisa Garland sich hinter ihm aufbäumte. Als Harry so richtig zu sich kommt, erzählt ihm Lisa sofort, dass sie im Keller des Krankenhauses war. Es war dort wohl sehr gruselig für sie und sie glaubt, dass dort etwas Schreckliches passiert wäre. Sie würde sich aber nicht erinnern. Lisa fleht Harry an, ihr zu helfen. Harrys Worte treffen allerdings nur auf taube Ohren. Die zerrüttete Lisa flieht und Harry steht verwirrt vor seinem Krankenbett und weiß nach diesen Geschehnissen wahrscheinlich noch weniger als vorher. Jetzt befindet sich Harry im sogenannten Nirgendwo. Hier sind viele Umgebungen aus ganz Silent Hill zusammengemixt. Es finden sich Räume wieder, die das Krankenhaus, die Schule oder andere Orte von Silent Hill darstellen. Nach einem der Stockwerke findet Harry die sich seltsam verhaltene Lisa Garland wieder vor. Sie erzählt, wie sie nicht damit klarkommt, die einzige Überlebende zu sein. Sie möchte, dass Harry sie rettet, er wehrt den Annäherungsversuch von ihr aber ab und dies löst eine verstörende Reaktion bei Lisa aus. Jetzt kommt eine der legendärsten Szenen im ganzen Spiel. Viele Spieler damals waren von dieser Cutscene geflasht. Ich finde auch heute wird der depressive, hoffnungslose Blick von Lisa und ihre grauenhafte Transformation gut dargestellt, auch wenn die 3D-Modelle nicht gut gealtert sind. Harry flieht von Lisa und lässt sie zurück. Für ihn zählt jetzt nur noch eins, seine Tochter retten. Um seiner Tochter näher zu kommen, muss er ein weiteres Rätsel lösen, das sogenannte Zodiac-Puzzle. Jetzt ist die Zeit auch reif, um näher auf die Rätsel in diesem Spiel einzugehen. Die Silent Hill-Reihe ist generell für ihre überragenden Rätsel bekannt und dafür, dass es für die Rätsel einen eigenen Schwierigkeitsgrad gibt. Die Option, die Rätselschwierigkeit separat einzustellen, gab es aber im ersten Part tatsächlich nicht. Egal, also auf welchem Schwierigkeitsgrad das Spiel gespielt wird, die Rätsel sind gleich. Es gibt laut dem Silent Hill Wiki 8 Puzzle in Silent Hill 1, wobei die Seite das Hundehausrätsel ganz am Anfang gar nicht mitzählt. Also weiß ich nicht, wie viele Rätsel die hier noch nicht mitzählen. Nichtsdestotrotz, die wichtigsten sind hier. Harry muss hier nirgendwo das Zodiac Puzzle lösen und das Puzzle zeigt gut, was an den Silent Hill Rätseln so stark ist.
Der Protagonist befindet sich allein im Puzzleraum. Es gibt keinen Nebencharakter, der dir ständig Hinweise gibt. Man hört auch nicht die Gedanken von Harry. Als Spieler muss man selbst überlegen und auf die Lösung kommen. Ich will damit die Spiele, die dem Spieler helfen, nicht schlecht reden. Aber den Triumph, den man spürt, wenn man das Rätsel selber löst, ist halt umso größer, je weniger einem das Spiel selbst hilft. Die Rätsel sind aber leider teilweise so schwer, dass Spieler, die das Spiel heutzutage spielen würden, wahrscheinlich relativ schnell zu Google greifen. Und ich kann es verstehen. Hier beim Zodiac-Rätsel zum Beispiel muss man anhand der Bilder herausfinden, welche Zahlen man unter den Bildern des Schützen, des Stiers und der Zwillinge eingeben muss. Zodiac Signs sind Sternzeichen im Deutschen, by the way. Als Hinweise kann sich Harry die verschiedenen anderen Zeichen im Raum anschauen. Na, kommt ihr auf die Lösung, wenn ihr euch die vier Zeichen hier genauer anschaut? Wirklich nicht schlimm, wenn nicht. Ich habe auch mega lang bei dem Rätsel gegrübelt. Die Lösung sind die Extremitäten der Bilder. Die Waage zum Beispiel hat 2 oder der Krebs 10. Als Belohnung für die Lösung des Zodiac-Rätsels bekommt man einen mysteriösen Block. Auch ein wichtiger Teil der Silent Hill Puzzle. Meistens muss Harry irgendwelche komische Gegenstände aufsammeln, bei dem der Spieler sich oft fragt, wofür werde ich diesen Kram wohl brauchen? Bestes Beispiel ist die Plastikflasche mit der roten Flüssigkeit, die Harry verwendet hat, um Sybil zu retten. Wie soll man da bitte als normaler Spieler selbst drauf kommen? So, es geht weiter im Nirgendwo. Das Nirgendwo ist so eine Art Rätsel-Rush. Wisst ihr, manche Spiele wie God of War 2018 haben zum Beispiel einen Boss-Rush am Ende des Spiels. Beim Boss-Rush werden viele Gegner und Endgegner in Wellen auf den Spieler losgelassen. Dies soll den Spieler am Ende des Spiels nochmal so richtig auf die Probe stellen. Das Konzept ist auch gut hier auf das Ende von Silent Hill übertragbar. Von den 8 Puzzle, die im Silent Hill Wiki erwähnt werden, sind allein 3 hier in dem Level. Das ganze Level ist eigentlich auch ein großes Rätsel, denn Harry sucht einige Artefakte im Level, die er nutzt, um die letzte Tür zu öffnen. Während Harry die Rätsel im Nirgendwo löst, schaut er sich ein Videotape an. In dem Videotape berichtet eine Schwester, wahrscheinlich Lisa Garland, von einem ungewöhnlichen Patienten. Der Patient ist so verbrannt und so übel zugerichtet, dass er eigentlich nicht mehr leben sollte. Aber irgendwas hält die arme Seele am Leben. Außerdem stößt Harry auf eine Projektion von Alessa in einem Raum, der wahrscheinlich einen Dachboden darstellt. An den Wänden sind überall Hilferufe bemalt, was darauf hinweist, dass Alessa nicht gerne dort war. Später wird auf der Intensivstation von Alessa eine Rückblende zu einer Art Ritual gezeigt, an denen Kaufman und Dahlia beteiligt waren, wobei darüber gesprochen wird, wie der Samen eines Gottes in Alessa eingepflanzt wurde. Harry kann auch eine Notiz finden, in der beschrieben wird, dass Lisa sich um die leidende Alessa kümmerte und im Gegenzug Drogen von Kaufman erhielt. Die ganzen Ritualgegenstände nutzt Harry, um eine Tür in dem Zimmer von Alessa zu öffnen. In dem Zimmer kann man zum Beispiel Insekten an der Wand in einem Kasten sehen. Öffnet Harry die Tür, sieht er kurz eine Vision von Dahlia und Alessia, in dem die Mutter-Tochter-Dynamik nochmal gezeigt wird. Dahlia setzt wohl Alessa massiv unter Druck und wollte unbedingt, dass sie ihre Kräfte an Dahlia abgibt und ihr beweist, dass das Ritual ein Erfolg war. Die kleine Alessa wehrte sich aber gegen ihre Mutter und sagte auch, dass sie einfach nur bei ihrer Mami sein will, ohne diesen ganzen okkulten Quatsch. Danach kann Harry die Treppe runtergehen, wobei er unten, je nachdem, was er für Nebenaufgaben in Silent Hill erledigte, verschiedene Sequenzen sehen kann. Wir bleiben bei unserem Playthrough, bei dem Harry Kaufman und Sybil rettete. In einem Gespräch mit Sybil enthüllte Dahlia, dass Harry ihr die ganze Zeit half, Alessa festzunageln. Sie offenbart aber auch, dass Cheryl trotzdem dran glauben muss. Sybil will Dahlia aufhalten, wird aber mit Magie zurückgestoßen. Even though Alessa has been stopped, his little girl has to go. What a pity. Freeze! What in the devil's name? Harry kommt jetzt dazu. Dahlia erklärt ihm, dass die hier sitzende Geisterform von Alessa und die physische im Rollstuhl sitzende Alessa in Wirklichkeit seine Tochter seien. Sie waren wohl 7 Jahre voneinander getrennt. Harry versteht das nicht. Dann sagt Dahlia, dass der Tag des jüngsten Gerichts gekommen ist und die physische Version von Alessa
wird wirklich zu Gott. Dann kommt aber Kaufman und sagt, dass er sich nicht von Dahlia an der Nase herumführen lässt. Dann wirft er die Flasche aus dem Motorrad auf die neue Göttin Alessa und sie transformiert sich sofort in einen fliegenden Dämon, der erstmal Dahlia killt. Das Boss-Design sieht meiner Meinung nach ziemlich gut aus, wobei der eigentliche Kampf nur aus Rumlaufen, Schießen und Heilmittel konsumieren besteht. Der Dämon hat nämlich so einen nervigen Blitz-Move, der meistens trifft. Solange man aber genug Munition und Heilmittel gebunkert hat, geht auch dieser Kampf klar. Die nun besiegte Alessa gibt jetzt Harry seine Tochter Cheryl, also ein Teil von sich selbst, als Baby zurück. Harry flieht aus der Albtraumwelt mit Sybil. Kaufman will ebenfalls fliehen, dann erscheint aber die blutüberströmte Lisa Garland und zerrt Kaufman mit in den Abgrund. Sybil und Harry können aber fliehen und in einer Endsequenz wird angedeutet, dass die beiden sich um die neue geborene Cheryl-Alessa kümmern werden. Ja, und deswegen ist Silent Hill so Okay, wenn ich schon alles so ausführlich beschreibe, kann ich mir auch eben die Zeit nehmen, um zu erklären, was in dieser verrückten Story jetzt eigentlich wirklich passiert ist. Es fängt alles an mit Alessa, die früh in den Kult ihrer Mutter indoktriniert wurde. Sie besaß schon von Kind an magische Kräfte. Deswegen beschimpften ihre Klassenkameraden sie auch als Hexe. Das Detail kann man an einem Sitzplatz in der Midwich-Grundschule finden. In einem Ritual wurde Alessa komplett verbrannt und die Gottheit oder Dämon, wie auch immer man das sehen will, wird in ihrem Körper gebunden. Die Bewohner von Silent Hill dachten aber, sie wäre im Feuer gestorben. Sie wurde allerdings insgeheim ins Krankenhaus transportiert. Davor konnte Alessa einen Teil ihrer Seele loslösen und Cheryl kreieren, die dann von Harry und seiner Frau aufgesammelt und adoptiert wurde. Durch diese Trennung konnte die Gottheit nicht in Alessa neu geboren werden und damit Alessas zweite Hälfte wieder zurück nach Silent Hill findet, folterte Dahlia ihre eigene Tochter 7 Jahre lang. Währenddessen wusste nur Dr. Kaufman und Lisa Garland von ihrer Existenz im Keller vom Krankenhaus. Kaufman hat Lisas Drogensucht ausgenutzt, um sie zum Kooperieren zu zwingen. Als Harry dann mit der 7 Jahre alten Cheryl in Silent Hill crashte, wurde Cheryl zu Alessa gelockt, um die geteilte Seele wieder ganz zu machen. Die ganzen Kreaturen und die andere Welt werden durch Alessas psychische Fähigkeiten hervorgerufen, als Cheryl in Silent Hill landet. Das macht Alessa eigentlich nur, um ihre Mutter aufzuhalten. Dahlia erzählt Harry aber ja, dass hier ein merkwürdiges Ritual von Samael durchgeführt wird. So wie ich das verstehe, ist das alles Bullshit. Sie manipuliert Harry nur, um ihn dazu zu bringen, Alessa mit dem Flaurus zu fangen. Er spielt also die ganze Zeit in Dahlias Karten. Allerdings kann er während des Spiels diese rote Flüssigkeit namens, und das werde ich jetzt falsch aussprechen, Aglaophotis aufsammeln. Das erste Mal in der Plastikflasche im Krankenhaus und einmal die Flasche aus dem Motorrad, die Kaufman wegnimmt. Das ist wohl die Geißel von Alessa und ihrem eingesamten Dämon. Dadurch wird nämlich einmal die benommene Sybil und der Dämon selber besiegt. Kaufman hilft einem, um Dahlia, die ihn verraten hat, einen auszuwischen. Da er jahrelang Lisa Garland drogenabhängig machte, kommt sie am Ende zum Vorschein, um ihn, genauso wie er sie damals, in den Abgrund zu schleifen. Das erstmal zum Storyverlauf. Einige Anekdoten hätte ich aber noch. Die ganzen Monster, die Harry bekämpft, entspringen der Vorstellungskraft von Alessa. Das erklärt zum Beispiel das Larven- und Mottenmonster. Wenn ihr euch erinnert, an der Wand von Alessa hängt ein Kasten voller Insektenexemplare zum Beispiel. Deswegen sind die Krankenschwestermonster auch nicht so stark sexualisiert wie im zweiten Silent Hill Teil. Die Orte, die Harry besucht, sind teilweise Orte, an denen traumatische Erinnerungen von Alessa geknüpft sind. Die Midwich-Grundschule, wo sie gemobbt wurde, oder das Krankenhaus, in dem ihre eigene Mutter sie jahrelang einsperrte und folterte. Bis auf Sybil haben alle Personen, die dem Albtraum von Silent Hill durchmachen mussten, eine Verbindung zu Alessa. Harry ist der Vater von Cheryl, die eine Hälfte von Alessas Seele darstellt. Dahlia ist die Mutter von Alessa. Kaufman und Lisa kümmerten sich um sie im Krankenhaus. So,
Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Video das hier eigentlich sein soll. Sorry an die Leute, die so lange dranblieben und wieder so ein kurzes Video wie bei Resident Evil erwarteten. Wenn ihr so lange durchgehalten habt, lasst doch ein Abo und Like da. Das zeigt, dass der Content gut ankommt und ihr mehr davon sehen möchtet. Also, lasst mich nochmal auf den Punkt bringen, was Silent Hill 1 so besonders macht. Die Stadt Silent Hill selbst ist eine atmosphärische, düstere Kulisse für die Geschehnisse im Spiel. Das Gameplay ist von einer mäßigen Abwechslung in Waffen und Monstern geprägt, wobei es einige Highlights gibt. Die sehr anspruchsvollen und passenden Rätsel sind allerdings das Herzstück des Spiels, wobei manche Rätsellösungen unlogisch sein können. Die Geschichte und Charaktere bestärken die gruselige und erdrückende Atmosphäre von Silent Hill, wobei man am besten nicht jeden einzelnen Storybeat zu sehr unter die Lupe nehmen sollte. Der Soundtrack sowie das Sounddesign und die Effekte sind perfekt für diese Art von Spiel. Und wenn ich perfekt sage, meine ich perfekt. Es gibt kein Manko daran. Silent Hill 1 ist wirklich das Komplettpaket für Horrorfans und kann sich selbst aus heutiger Sicht mit den ganz Großen messen. Wer dem veralteten Gameplay und der in die Jahre gekommenen Grafik noch etwas abgewinnen kann, so wie ich, oder wenigstens darüber hinwegschaut, findet hier einen Horrorklassiker vor, der noch heute durchaus spielbar ist. Ganz ehrlich, holt euch das Spiel aber einfach über einen Emulator. Für meine Original PS1-Disc habe ich ungelogen 120 Euro geblecht. Das Spiel ist zwar cool, aber für jemanden, der es einfach mal ausprobieren will, lohnt sich der Preis nicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert gerne den Kanal, wenn euch solche Videos interessieren und lasst ein Like und Kommentar für den Algorithmus da. Macht's gut!